Hallöchen, ihr Lieben da draußen. Mein kleiner Freund sagt euch Hallo. bevor ich jetzt mit dem Mini-Action-Haul anfange, sage ich vielleicht gerade noch was zu mir. Mein Name ist Anna. Ich bin 28, seit August. ich studiere noch, das heißt... Ich mache gerade meinen Bachelor. Ich habe allerdings vorher schon eine Ausbildung gemacht und gearbeitet, deswegen bin ich so spät, würde ich mal sagen. Ich habe bis jetzt alle Prüfungen bestanden und muss jetzt nur noch meine Bachelorarbeit machen. Habe jetzt in den nächsten 3 Monaten damit sehr viel vor. Und ich habe schon immer gerne gebastelt. Im Moment ist es für mich einfach pure Kopfentspannung. Ich arbeite nebenbei, mache ich quasi ein Praktikum. Also es hat mit einem Praktikum angefangen und ich mache das jetzt halt so lange weiter, bis ich mit der Uni fertig bin. Und arbeite da als kaufmännische Assistentin und es hat halt auch viel mit Organisation, mit Planung und so weiter zu tun. Deswegen ist so ein bisschen Kopfentlastung eigentlich gar nicht schlecht. Des Weiteren habe ich mir jetzt zur Aufgabe gesetzt, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich bin jetzt ein Dampfer. Hier, darf ich euch das mal zeigen, das gute Ding. Es ist gar nicht so einfach, wie man meint. Also in dem Liquid ist zwar Nikotin drin, aber man hat trotzdem immer den Gedanken daran, eine Zigarette rauchen zu wollen. Also brauche ich sowieso noch mehr Ablenkung. Und ich bin ungefähr einmal die Woche bei Action, weil es immer auf dem Weg nach Hause liegt. Und deswegen habe ich gedacht, ich... versuch mal mein Glück. Mit den Videos anfangen wollte ich eigentlich, weil ich schon ganz gespannt warte. Ich habe nämlich was gewonnen und das sollte eigentlich das erste Video werden, aber ich habe jetzt was eingekauft, weil ich den tollen Ständer für diese Videos quasi bei Action besorgt habe. Und ja, vielleicht gefällt euch ja das ein oder andere, eventuell... gibt es bei uns vielleicht auch Sachen, die ihr so noch nicht kennt. Bei dem jetzigen Einkauf natürlich nicht. Aber es soll ja jetzt auch nur mal versuchsweise ein Video sein, weil vielleicht habt ihr auch gar keine Lust, das zu gucken. Man weiß es ja nicht. So, das erstmal zu mir. Ich zeige euch jetzt mal eben, was ich gekauft habe. Also wie gesagt, das ist wirklich ein Mini-Mini-Mini-Haul. Und zwar habe ich gekauft, drehen wir das mal so, diese... Cardstock-Blöcke, wo halt immer dieses beige und das weiße Cardstock-Leinstrukturpapier drin ist. Ehrlich gesagt brauche ich meistens das weiße. Das brauche ich jetzt wieder für ein Projekt, was ich gerade mache. Bei dem beigen bin ich mir nie so sicher, was ich damit anfangen soll, weil ich die Farbe eigentlich gar nicht so schön finde. Aber vielleicht wird das auch irgendwann verwendet. Das zum Ersten. Dann habe ich für dieses Projekt dann noch diese Buchstaben hier geholt. Die Holzbuchstaben, die kennt ja jetzt mittlerweile auch jeder. Bei mir war das Lustige. Ich hatte damals gedacht, ich bin mal so schlau und nehme mir direkt 3 Pakete mit. Habe dann aber erst im Nachhinein gesehen, dass es 3 verschiedene Schreibarten waren. Ja, man sollte vielleicht doch mal gucken und nicht einfach nur grapschen und mitnehmen. Auf jeden Fall... habe ich mir jetzt diese Schriftart nochmal mitgenommen. Und diese hier in weiß, was für mich eigentlich die schönste Schriftart ist. Ich finde, es sieht einfach total super edel aus, wenn man das irgendwo draufklebt. Ich kann euch mal gerade zeigen, wie ich das benutzt habe. Und zwar mache ich gerade ein Babyalbum. Und habe dann einfach hier hinten drauf... höher halten. Habe ich hier mit diesen Holzbuchstaben, die einfach hinten auf den Buchdeckel geklebt und mein erstes Jahr hingeschrieben. Ja, sieht ziemlich schick aus, wie ich finde. Ich mache euch wieder runter, sonst seht ihr nämlich das Chaos auf meinem Schreibtisch. Ich habe nämlich keinen Basteltisch oder kein Bastelzimmer, wie die meisten, sondern ich teile mir tatsächlich einen Schreibtisch für Bastelkram und Unizeug. Deswegen wird es wahrscheinlich auch manchmal ein paar Aussortiervideos geben, wenn ihr darauf Lust habt. Ich versuche nämlich immer so viel wie möglich auf dem kleinsten Raum zu organisieren. Ich wohne nämlich mit meinem Freund zusammen auf 60 Quadratmeter, ist gar nicht so einfach. So, und dann habe ich dann noch diese Holzbuchstaben mitgenommen. Diesmal dann wirklich in dieser Holzoptik.
Die habe ich dann direkt zweimal mitgenommen, weil ich nicht wusste, ob ich genau diese Schriftart dabei hatte, als ich mir die das letzte Mal geholt habe. So, dann durfte auf gar keinen Fall fehlen Klebeband. Ich habe jetzt ganz oft schon von vielen Leuten gehört, dass sie davon nicht ganz so begeistert waren. Ich muss sagen, wenn man damit normales Papier klebt, kommt es nach einer Zeit durch. Also nach einem Jahr ungefähr sieht man schon ganz genau, wo die Klebestreifen sind. Aber ich klebe damit meistens eh nur Pappe auf Pappe. Und da habe ich bis jetzt eigentlich eine gute Erfahrung gemacht. Also es hält wirklich echt gut. Und davon habe ich mir geholt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10 Rollen. Ja, das geht immer ganz schnell weg. Vor allen Dingen bei so einem Album, was ich gerade mache, was schon relativ groß ist. Da brauche ich bestimmt, ja, 6 bis 7 Rollen davon, weil es ist ja auch nicht so viel drauf, ne? Also es sind 10 Meter. Da braucht man ja schon eine halbe Rolle, wenn man so ein DIN A4 Pappding komplett einmal, damit es halt hält, beklebt, braucht man ja schon fast eine halbe Rolle. Ja, dann habe ich mir auch diese neuen Twin Marker geholt. Die waren ja jetzt im Angebot. Ich fand die Pastellfarben so schön und ich war mir nicht mehr ganz so sicher, welche ich davon hatte, wie immer. Ja, den Colorless Blender hier, den habe ich natürlich schon. Und ich glaube, hier die drei Farben, die an der Seite hier habe ich auch. Ist mir aber auch egal, weil ich liebe Pastelltöne und deswegen durften die mit. Preise kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht verraten, weil mein Kassenzettel abhanden gekommen ist. Aber die meisten wissen das ja sowieso. Dann habe ich mir noch ganz unspektakulär Head and Shoulders Shampoo geholt. Ich habe tatsächlich keine Schuppen, aber ich liebe dieses Shampoo, weil ich einfach das Gefühl habe, dass mein Kopf danach total sauber ist. Bei anderen Shampoos habe ich immer so das Gefühl, da bleibt so ein Rest irgendwie drin, wie auch immer. Ja, Shampoo gibt's. Dann habe ich mir noch mein Deo gekauft. Das ist tatsächlich das Einzige, was ich wirklich vertrage. Dann, wie soll das anders sein? Office Cleaning Wipes. Und zwar kann man die tatsächlich dann wohl auch fürs Telefon, für Tablets, Touchscreens und sowas alles verwenden. Ja, weiß ich nicht, muss ich mir erstmal angucken, wie das so ist. Nicht, dass das nachher alles zerkratzt. Das wäre ein bisschen blöd. Aber ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und weil das noch nicht genug ist, habe ich mir dann nochmal die geholt. Und zwar ist das für Tisch und Screens. Also könnte ich normalerweise auch meinen Laptop damit sauber machen. Naja, zur Not wird halt einfach hier beim Stempeln die Farbe von den Stempeln gewischt. Für irgendwas kann man das doch immer benutzen, oder? Und dann habe ich noch tada, neue Saphirs. Ich habe mir diesmal nur 5 geholt, weil ich das letzte Mal, als ich mir welche mitgenommen hatte, nur doppelte hatte. Und ich habe mich so aufgeregt, aber gut, das kann halt bei diesen Sachen passieren. Ich überlege mir jetzt mal, was ich mit den ganzen Doppelten mache. Und ich würde die jetzt auch gerne mit euch zusammen auspacken. Also wenn jemand keine Lust darauf hat, ne? Einfach abschalten. Fangen wir mal an mit dem ersten. Die habe ich noch nicht. So, das ist Faxus. Faxus fehlt tatsächlich in meiner Sammlung noch. Wie süß der einfach ist, ne? Der hat übrigens ein Herzdiamant. Das finde ich auch immer total hübsch. Und ich finde, je länger man halt diese Drachen einfach anguckt, desto mehr fällt einem auf, ne? Das ist echt total niedlich. Dann haben wir einmal, lass ich den mal hier stehen, Faxus. Kommt der zweite. So, wen haben wir denn hier? Das ist einmal Nanami. Nanami habe ich auch noch nicht. Der ist auch süß, ne?
Sieht ein bisschen so aus, als würde er daran riechen. Seht ihr das? Total cool. Gut, dann haben wir Nanami. Dann nehmen wir mal das dritte. Das wäre ja jetzt der Hammer, ne? Wenn da jetzt nur Sachen drin wären, die ich noch nicht doppelt hätte. Oh, die ist ja auch süß, aber die habe ich schon. Das ist Aura. Und Aura ist, glaube ich, mein Lieblingsdrache, weil die ist einfach so unglaublich putzig, wie die ihr Steinchen da festhält und so total verträumt ist. Ich liebe sie. Ja, mit der werde ich mir auf jeden Fall was total Hübsches einfallen lassen. So, die kommen wieder hier rein. Aber zwei haben wir ja noch. Mein 2 von 5 ist ja auch schon gut bei sowas, ne? So, dann haben wir hier... Oh, den habe ich auch schon. Jetzt muss ich trotzdem gucken, wie er heißt. Nomus, genau. Nomus habe ich auch schon, aber der ist auch putzig, ne? Total süß. Und dann den letzten. Drückt mir mal die Daumen, dass das nicht schon wieder was Doppeltes ist. Oh, davon habe ich noch gar keinen. Ah, wie cool. Draki. Ach, ist der cool. Den habe ich aber auch noch gar nicht gesehen in irgendeinem Haul. Weil der ist so knatschrot. Jetzt muss ich aber gerade mal gucken, wo ich den zuordnen muss hier. Was ist das denn hier? Der Schattendrache Draki und die Prinzessin Tara. Ach, ist das niedlich. Ja, sehr cool. Ach, da freue ich mich aber. Also 3 von 5 finde ich ist echt gut. Die fallen hier ja schon um. Die kommen jetzt weiter zu meiner Sammlung. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich bin mal gespannt darauf, wie die Leute auf meine Videos so reagieren werden. Ich werde auf jeden Fall viele verschiedene Sachen machen. Es werden wahrscheinlich sehr viele Hauls dabei sein, weil ich... bestellt habe auch, worauf ich mich schon sehr freue. Das werde ich euch auch zeigen, weil es einfach unglaublich schön ist. Eventuell zeige ich euch zwischendurch mal so ein Craft-Update oder wie man auf kleinstem Raum echt viel Platz schaffen kann. Das mache ich auch immer gerne, das ist eines meiner Hobbys. Ja, wenn das gut angenommen wird, dürft ihr vielleicht auch sogar dabei zusehen, wie ich meinen neuen Philo organisiere. Also ich habe den jetzt schon was länger. Ich habe allerdings Einlagen gemacht, die mir jetzt auch nicht ganz so gefallen. Deswegen werde ich mir da mal was Neues überlegen. Vielleicht zeige ich euch dann auch einfach mal, wie ich das mache. Und ja, ich mache mir nämlich meine Einlagen und alles immer selbst. Gut, dann wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Lasst euch nicht zanken und immer schön kreativ bleiben. Tschüss!